Servus, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Sonic Heroes. Die dritte Staffel ist jetzt auf dem Weg. Wir starten mit Team Rose. Hier geht nochmal alles von Anfang an. In der letzten Folge haben wir mit Team Dark Eggman endgültig den Chaos gemacht. Die gleiche Geschichte steht uns jetzt mit Team Rose bevor. Das läuft aber noch ein bisschen anders ab. Hey, you guys, cheer up! You know we'll find them! No time to waste just standing here! Come on, let's get going! Okay. Also, auf geht's in die Staffel Team Rose, Seagate, Ebene 00, über dich in Team Action. Hier gibt's ein kleines Tutorial. Weil es halt auch das einfachste Team ist. Ich weiß nicht, ob man skippen kann, weil wir kennen eigentlich schon alles. Und ich glaube, das geht auch nicht. Also wir müssen hier das Tutorial spielen. Der das Spiel schon kennt, will ich das Tutorial so gut ich kann skippen. Das heißt, ich werde alles so schnell ich kann wegdrücken, das gar nicht groß anhören oder durchlesen. Ihr wisst ja Bescheid. Und demnach müssen wir da jetzt auch nicht so viel draus machen. Dauert halt einen Moment. Und so wird aber auch die erste Staffel, also die erste Folge der ersten der dritten Staffel nochmal ein ganz schönes Stück länger. Das ist das Klassische, also wir machen hier wirklich so ein bisschen üben. Sah sehr stylisch aus jetzt. So, ein bisschen Überbrückungsarbeit. Beschleunigen wir uns hoch. Wunderbar. Das sieht eigentlich auch keinen. Hier können wir unsere Power-Ups einsammeln. Das ist wie üblich. Sie kann auch einen Wirbel erzeugen. Der sieht bei ihr aber links ein bisschen anders aus. Nehmen wir jetzt mal die kleine. Machen damit weiter. So. Hier wird aber wirklich jede Kleinigkeit erklärt, ne? Jede kleinste Kleinigkeit. Also es ist schon ein sehr anfängerfreundliches Tutorial, was man hier geboten kriegt. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben müsste, aber gut. Wir haben jetzt auch dann schon den großen Teil geschafft. Noch ein Power-Up für den Dicken mit. Den ich ehrlich gesagt so als Charakter, ich finde ihn ja ganz putzig, den Big, ne? Den großen Hasen, wenn es ein Hase ist. Allerdings ist sein Sprachjargon in dem Spiel sehr nervig und ich finde auch seine Attacken nicht sonderlich gut. Wie ihr seht, wenn er am Boden steht, ist er eher auf weite Distanz ausgelegt. Das legt auch seine Attacke nahe. Er kann allerdings auch von oben auf die Leute draufspringen. Das Problem ist, dass er alles mit seinem Schirm macht. Das, ja, also das ist steuerungsmäßig, werde ich da noch so meinen richtigen Hassspaß dran haben. Das werdet ihr dann auch schon sehen im nächsten Level. Ihr seht auch, das Ganze dauert ganz schön lang. Also, attackenmäßig hätten sie das ein bisschen besser machen können. Natürlich, es soll die süße Sache sein, die süße Variante. Warum hier noch ein Team Blast liegt, weiß ich auch nicht. Aber den er vorher laut Tutorial gar nicht benutzen soll. Und ihr seht auch, bei diesem Team Blast, also bei Team Rose,
bekommt man nochmal so ein Unbesiegbarkeits-Power-Up für ein paar Sekunden. Also ich glaube, 20 Sekunden hält das an. Ich weiß nicht, also es ist schon sehr einfach gemacht. Und wir werden auch in den Leveln sehen, es ist ein bisschen anders gestrickt als bei den üblichen Teams. Auch bei Team Chaotix ist es natürlich noch ein bisschen anders. Aber Team Sonic, Team Dark ist so das übliche Jump'n'Run durchlaufen. Und auch hier, wir fangen mit Seaside Hill an. Bei Team Rose ist es ein bisschen anders. Wie das genau ist, werdet ihr gleich sehen. Es geht nämlich nicht immer um den Zielring. Ihr seht hier schon, also das Timing ist nicht optimal. Auch hier gibt es schon ganz, ganz früh den Schlüssel. Entscheidend ist hierbei, über Team Rose und Team Chaotix kommt man am ehesten an die Schlüssel ran. Was wiederum zur Folge hat, dass wir mit diesen Teams höchstwahrscheinlich auch die ganzen Smaragde nachholen können, also die Emeralds. Da führt kein Weg dran vorbei. Ist auch ganz gut so, dass es die Möglichkeit gibt. Andererseits ist es ein bisschen schade, da, naja. Ich find's zu einfach. Also ich hätte mir lieber noch ein paar andere, komplett andere Level gewünscht. Dafür mit Team Sonic oder mit Team Dark nochmal durchzulaufen. Mir persönlich macht das Team nicht sehr viel Spaß. Es ist einfach, ja, zu einfach. So einfach schaut's aus. Schau jetzt mal, was ist denn das da drüben? Amy, war ich noch nie. Können wir da rüberfliegen? Ein One-Up rum. Okay. Moment, ich muss mich mal jetzt kurz nochmal überlegen. Doch, bei Team Rose geht's um die Ringe. Doch. Um die Zielringe. Aber die Level sind kürzer. Und in der Grundkonzeption auch um einiges einfacher. Also ich glaube, wir rennen jetzt schon auf den Zielring zu. Viel kommt da jetzt nicht mehr. The cute rabbit came through. Die Power-Ups sind relativ rar gesät bei dem Team. Und auch, ja, also Amy spielt sich jetzt auch nicht so super. Und auch das hier, was das hier soll, möchte ich gern wissen. Ich meine, dass hier mal kurz rumgewechselt wird, ist ja ganz schön, aber ihr seht schon, wo das hinführt. Zu einem sehr frühen Ring, was auch wieder den Part ein bisschen kürzer macht und uns die Möglichkeit eröffnet, ohne größeren Zeitverlust jetzt noch die Spezialebenen zu machen und darüber noch die Emeralds zu bekommen. Da strenge ich mich natürlich besonders an. Wir haben 51.000 Punkte und das ist in dem Fall eine A. Und ihr seht schon, wir haben nicht alle Power-Ups bekommen, bekommen trotzdem so viele Punkte. Es ist halt sehr einfach. Komme ich nicht drum rum und ich mag auch die Charaktere spielerisch nicht sehr, aber wir müssen da durch, wir wollen das Spiel komplett machen, 100%. Da führt kein Weg dran vorbei und irgendwie macht es ja doch Spaß, es ist ja weiterhin ein Sonic-Spiel. Und hier können wir uns jetzt noch ein paar Leben holen für das Team. Und ich bin jetzt gerade, ja okay, es gibt ein Zeitlimit. Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, ob es bei Team Rose nicht mal ein Zeitlimit gibt bei diesen Leveln, aber die unterscheiden sich ja grundsätzlich nicht von Team zu Team. Die sind eigentlich immer gleich. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Wie üblich finde ich die Passagen, wo man mit einem Flugcharakter durchlaufen muss, nicht sehr gut gelungen, weil es einfach steuerungsmäßig zu ungenau ist. Diese Schwankungen, die man da erfährt. Aber ihr seht schon, wir haben noch extrem viel Zeit und jetzt kommt der Ballon schon. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall meine
Sammlung hier, also meine Punkte behalten und in Ruhe durchlaufen. Dann kriegen wir das auch ganz gut hin. Jetzt kann ich noch ein bisschen Gas geben, hier nochmal ein paar Sphären einsammeln. Ich glaube, da vorne kommt er jetzt dann gleich schon. Das erste Level ist ja immer nicht schwer gewesen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich weiche dem jetzt mit dem Flugding mal aus, weil das nichts bringt. Here we go! Ich versuche, bei der 1 Minute zu bleiben, weil dann kriegen wir richtig viele Leben. Das ist doch relativ lang, ne? So. Schauen wir mal, wie viele Leben wir uns damit verdient haben. Ein paar Leben möchte ich natürlich immer haben. Egal bei welchem Team, es ist extrem wichtig, dass man ein bisschen Backup hat. Weil natürlich immer wieder Fehler passieren können. Das sind 4 Leben daraus geworden. Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. 5 wäre mir lieber gewesen. Aber ich weiß gar nicht, was da die Obergrenze ist. Kann auch sein, dass 4 das Maximum ist, was man bekommen kann. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit Ocean Palace. Und auch da gilt wieder, dass das Ganze ein bisschen kürzer ausfällt. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Ich glaube, hier fällt das Verfolgerlevel weg. Also am Ende von dem Level war ja in den anderen Teams, die wir bisher gespielt haben, also in Team Dark und in Team Sonic, war am Ende hier noch dieses Verfolgerlevel mit diesem großen Stein, der ihm hinterhergerollt ist. Das fehlt hier. Also darauf brauchen wir nicht warten, das kommt nicht. Kann man als Vorteil sehen. Ich fand, das ist eine gelungene Abwechslung zum Rest des Levels. Es ist aber auch nicht immer ganz einfach gewesen, an dem Ding vorbeizukommen. So oder so. Schau mal. Ich will natürlich auch die Power-Ups mitnehmen. So. Ihr seht schon, dass das hier ganz anders aufgebaut ist. Wir laufen hier ein bisschen durch vorgeformte Wege durch. Uns kann nicht wirklich was passieren. Dann hier die Tore aufmachen. Hier fliegen wir jetzt einfach hoch. Dann haben wir auch den Schlüssel hier. Ich glaube, es sollte kein Problem sein, den zu behalten. Dann geht es auch schon relativ rasant weiter. Es geht wirklich relativ schnell. Ich will jetzt hier mal kurz auf die linke Seite gucken, da ist immer gern mal was versteckt. In der ersten Linie sind das Gegner, da hinten sehe ich aber schon ein One-Up. Ich glaube, da ist gerade noch ein Power-Up umgeschwebt und wir haben jetzt tatsächlich den Schlüssel verloren. Ärgerlich. Und ich glaube, bei ihr hier, also bei dem gelben Etwas, brauchen wir tatsächlich 3 Power-Ups, damit sie wirklich als Waffe dienen kann. Sie ist relativ schwach. Oder er oder es, was auch immer es ist. Auf jeden Fall ist das alles hier ein bisschen anders als bei den anderen Teams. Ich kann es nur wiederholen. Ich glaube, nach den Schildkröten ist das Ganze auch schon wieder vorbei mit dem Spaß hier. Wir werden jetzt versuchen, auf jeden Fall noch einen Schlüssel zu finden. Von hier aus sehe ich ihn jetzt aber noch nicht. Müssen mal gucken, wo wir den herkriegen. So, weiter geht's. Also immer mit, wenn wir einen Flugcharakter haben, auf so einer Plattform landen, ist eigentlich dämlich. Boah, jetzt habe ich schon gedacht, ich fahre ins Wasser, ey. Also bei dem Team ist jeder Tod wirklich peinlich. Muss man so klar sagen. Also wenn man bei dem Team drauf geht,
in einem falschen Spiel. Es kann natürlich mal passieren, man wird hier auch gerne mal getroffen durch Steuerungsfehler und ihr seht schon, ich habe es nicht geschafft, den Schlüssel mitzunehmen, denn das Level ist schon vorbei. Hier ist Ende. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Emerald schon habe, so oder so. Ich werde sie nachträglich besorgen, falls wir sie noch brauchen. Ich weiß nicht genau, ob wir sie brauchen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall könnte das schon wieder eine A sein. Und es ist eine A. Und zum Abschluss des Parts müssen wir jetzt nochmal gegen den Egghawk antreten. Das kennt ihr ja schon. Mal schauen, wie wir es mit dem Team hinkriegen. Das Problem an dem Team ist, dass es zwar insgesamt einfacher ist, mit dem Team zu spielen, es aber von der Angriffsstärke her auch weit im Hintertreffen ist im Vergleich zu den anderen Charakteren und zu den anderen Teams. So you're the one to have played games with my army. Dr. Eggman! You think it's cracks? I'll show you what they want to. Egghawk versus Team Rose und wir versuchen das jetzt so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Wir müssen dran denken, wir dürfen nicht so schnell sein, sonst hält er nicht an. Das Problem hatten wir auch schon bei den anderen Teams bisweilen. Aber jetzt setzt er schon zur Landung an, optimal. Lass uns mal mit der Attacke versuchen. Die wirkt eigentlich ganz gut. Ich denke mal, diesmal wird es noch nicht ganz reichen, oder reicht das schon? Tatsächlich, das reicht schon. So schnell kann es gehen. Ist wirklich recht einfach gewesen. Sind wir jetzt sogar noch unter einer Minute geblieben. Ich habe nicht mehr drauf gucken können. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wampelt er hier seine Schwankung, also schwankt seine Wampe. Und 42 Sekunden tatsächlich. Das ist eine fette, fette A. Und damit sind wir am Ende von diesem Part angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Daumen ganz cool. Und da bleibt mir nur zu sagen, Grand Metropolis nächstes Mal. Und Servusler, stay tuned!